Herzlich willkommen bei UBI Testet, heute zu einem neuen Vergleichsbericht. Und zwar, wir nehmen den VW Tiguan und den Seat Ateca genauer unter die Lupe. Sind 5000 Euro Unterschied zwischen Tiguan und Ateca gerechtfertigt? Und wo sind sie denn begraben, diese 5000 Euro mehr für den Tiguan? Das schauen wir uns heute genauer an und damit viel Spaß. Schauen wir uns die zwei SUVs der Kompaktklasse mal ein wenig genauer an. Ich habe mir ein paar Daten für euch mitgenommen. Und zwar haben wir die Abmessungen. 4,36 Meter misst unser Seat Ateca gegenüber 13 cm mehr mit 4,49 Meter der VW Tiguan. Dabei ist allerdings der Radstand quasi identisch. Da geht es lediglich um 4 mm. Der Hecküberhang ist hier beim Ateca auch deutlich kürzer. Der kürzere Überhang am Heck sorgt auch dafür, dass der Seat Ateca ebenfalls einen verkleinerten Kofferraum hat. Und dadurch, dass der Ateca auch nicht über die verschiebbare Rücksitzbank im Fond verfügt, dass sich das Kofferraumvolumen im Standardbereich um 105 Liter unterscheidet. Wir haben 510 Liter beim Ateca zu 615 beim Tiguan. Wenn wir das Ganze aufs Maximum hochrechnen, dann sind es nämlich 1604 Liter zu 1655 Liter. Und da sehen wir dann tatsächlich, da holt dann der Tiguan am Ende dann doch nicht mehr so viel raus. Auffällig auch, wir haben hier 18 Zoll Räder verbaut auf dem Ateca, während wir hier 19 Zoll Räder haben auf dem Tiguan. Der Tiguan ist insgesamt das einfach schwerere Fahrzeug, wirkt optisch schwerer, ist es auch tatsächlich, denn der Ateca wiegt 1355 Kilo zu 1520 beim Tiguan. Und da merkt man auch, der Tiguan schleppt doch noch mal das ein oder andere Kilochen mehr mit sich herum, was dann wiederum auch natürlich für die schlechteren Fahrleistungen am Ende sorgt. So sprintet unser Ateca mit dem 1,5 TSI und an Handschaltung in lediglich 8,5 Sekunden auf 100 und 9,3 Sekunden braucht der Tiguan dafür. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen kalt hier draußen. Wir gehen nach drinnen und schauen uns die Wagen innen an. Dann schwingen wir uns in den VW Tiguan hinten hinein, schließen die Tür, damit es nicht so zieht hier drin und sitzen erst einmal wirklich sehr bequem. Wir haben hier übrigens die verschiebbare Rücksitzbank, wie ich schon mal sagte. Da können wir doch noch einige Zentimeter rausholen. Bei Bedarf können auch zudem die Lehnenverstellung hier tatsächlich, hoppala, ich muss gerade noch die Schlaufe suchen, die Lehne hier tatsächlich auch noch für uns anpassen, wie das entsprechend bequem oder unbequem ist. Dann haben wir hier ganz schön für Kinder solche tabletartigen Tischchen, wirklich sehr, sehr stabil, gefällt mir sehr gut. Wir haben auch dann ausziehbare Becherhalter hier noch an der Seite, können das Ganze auch wirklich in verschiedenen Positionen arretieren. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben noch eine Tasche hier hinten zum Verstauen. Übrigens in die Türtaschen selber gehen dann tatsächlich 1,5 Liter Wasserflaschen hinein. Wir haben hier noch Luftausströmer, weil wir die 3-Zonen-Klimaautomatik gegen Aufpreis hier bekommen haben. Sitzheizung hier hinten und ein Klimabedienteil. Allerdings nur eine USB-Anschluss. Liebe Volkswagen-Leute, da wären zwei auf alle Fälle besser. Ein 12-Volt-Anschluss gibt es noch und wer 230-Volt-Anschluss haben will, da geht es dann in den Kofferraum hinein. Oder ich würde mir halt lieber die 230 Volt hier wünschen. Aber schauen wir uns erst einmal nochmal die Platzverhältnisse kurz an. Denn Kniefreiheit habe ich hier wirklich genügend. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 Meter eingestellt plus Komfort fürs Bäuchlein. Kopffreiheit dank fehlendem Panoramaglasdach mehr als en masse. Ich sitze hier sehr, sehr bequem auf der bequemen Rückbank. Wirklich straff gepolstert, schöne Polsterungen hier. Aber eine Mittelarmlehne können wir hier auch noch ausklappen. Da sind zwei Becherhalter drinnen. Und dann sitzt es sich hier wirklich sehr, sehr bequem.
Ja, ich habe mich jetzt in den Seat Ateca einmal reingesetzt. Auffällt, Sitze sind auf meine Größe eingestellt. 1,78 Meter das Stockmaß mit ein wenig Platz für das Bäuchlein. Ich bin ja nicht der Schmalste. Wir sitzen hier wirklich sehr, sehr gut. Beinfreiheit doch durchaus sehr gut. Kopffreiheit, klar, auch sehr gut vorhanden. Und hier, wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen gegenüber dem Tiguan, fällt auf alle Fälle aus, wir haben auch hier Luftaustritte, haben zwar keine Drei-Zonen-Klimaanlage, das heißt, wir haben kein Bedienteil für die Klimaautomate, wir haben auch keine Sitzheizung hinten, wie beim Tiguan beispielsweise dafür, aber tada, zwei USB-Anschlüsse, es geht doch. Plus ein kleines Ablagefach für Tempotaschentücher oder für das Smartphone. Wir haben auch hier tatsächlich eine Mittelarmlehne, die wir runterklappen können. Und das ist haargenau die gleiche, die wir im Tiguan haben, mit zwei Becherhaltern. Sitzen tut sich auch wirklich sehr, sehr gut hier. Straffe Polsterung, gut ausgeformt. Kindersitze, auch gar kein Thema. Selbst Reboarder-Kindersitze können hier installiert werden. Wohl eher nicht hinter dem Fahrersitz, denn wenn man den tatsächlich für eine größere Person einstellt, dann ist es meist sogar so, dass der stark an der Lehne des Vordersitzes anstößt. Somit würde ich einen Reboarder-Kindersitz eigentlich nur nach hinten empfehlen. Ebenso keine Isofix-Verankerungen auf dem Beifahrersitz. Schauen wir uns jetzt mal den VW Tiguan hier von innen ein wenig an, denn der Wagen ist ja durchaus für den einen oder anderen schon so in seiner Varianz bekannt, denn Volkswagen macht jetzt hier auch keine wirklichen Designsprünge oder keine Revolutionen, sondern das Ganze ist wirklich sehr sachlich gestaltet, sehr übersichtlich gestaltet, aber auch an die Moderne angepasst. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument gegen Aufpreis, wir haben hier auch das große Discover Pro Navigationssystem, was immer noch leider ohne Drehregler manuelle auskommt, sondern alles nur noch über Touch. Mir persönlich gefällt es nicht, vor allem weil auch relativ schnell auf diesen Glasoberflächen die Fingerabdrücke zu sehen sind, was durchaus etwas nervig ist und einfach auch unschön ausschaut, genauso wie diese schmuddelige hier an diesen schwarzen Hochglanzapplikationen am Lenkrad. Die sehen auch nach einer gewissen Zeit doch etwas schmuddelig aus. Wer es mag, ich persönlich bin kein Fan von solchen Geschichten. Dennoch, was sehr, sehr gut ist, die Materialien sind sehr, sehr hochwertig. Wir haben wirklich aufgeschäumte Kunststoffe hier. Das alles sehr gut zusammengefügt, trotz etwas Hartplastik hier unten im Kniebereich. Das stört aber nicht. Wir haben ein klassisches Klimabedienteil, wie wir es schon seit Jahren so bei Volkswagen kennen. Das heißt, das ist für die Bedienung gibt es keine Rätsel auf. Eine Induktivladeschale mittlerweile fürs Telefon gibt es auch. Das liegt da unten auf einer gummierten Oberfläche, kann also auch nicht wirklich verrutschen. Das ist sehr, sehr gut. Auch die Anordnung der sonstigen Schalter ist selbsterklärend und gibt hier auch überhaupt keine Rätsel auf. Ja, ich habe mich unter das Steuer vom Seat Ateca geklemmt und sitze hier quasi im gleichen Auto wie eben gerade auch schon wieder. Das heißt, wir haben hier wirklich, die Schalterleisten sind sehr bekannt, Klimabedienteil identisch mit dem VW Tiguan. Wir haben hier lediglich ein rudimentäreres Infotainment-System gegenüber dem Tiguan. Der Tiguan ist tatsächlich schon eine Generation weiter. Es gibt ein voll digitales Kombi-Instrument für beide Fahrzeuge, während der Seat hier analoge Tuben noch serienmäßig hat. Der Tiguan schon ein digitales Kombi-Instrument. Optional bietet der Tiguan nochmal ein erweitertes Active Info Display, wie wir gesehen haben. Die Schalterleisten, die der Tiguan hier um den Schalthebel herum gruppiert hat, sind beim Ateca hier in eine Schalterleiste nach oben gewandert. Induktivladeschale haben wir ebenfalls hier, zwei USB-Anschlüsse plus 12 Volt befindet sich ebenfalls in dem Ablagefach. Ein weiterer Unterschied, den der Seat gegenüber dem Volkswagen bietet, ist, dass wir die Fahrprofile, die wir abrufen können, hier an einem Drehsteller verändern können gegenüber dem VW, der hier einen Drückknopf für seine Fahrprofile hat. Soll sich jeder aussuchen, was er denn mehr möchte. Das ist mir völlig Hupe, muss ich zugeben. Nicht Hupe sind mir die Materialien und die sind tatsächlich in beiden Fahrzeugen trotz des Preisunterschiedes identisch.
Kommen wir zum spannendsten Part hier in diesem Vergleichstest zwischen dem Seat Ateca und dem VW Tiguan. Wie fahren sich beide Fahrzeuge? Gibt es denn tatsächlich wesentliche Unterschiede oder ist das alles eins? Tja, in meinen Augen merkt man hier auf alle Fälle einen deutlichen Unterschied zwischen dem Ateca und dem Tiguan, denn der Ateca fühlt sich einfach deutlich leichtfüßiger an. Er fährt sich viel handlicher, gerade auf kurvigen Geläuf. Das ist aber nicht ein Verdienst der etwas besser arbeitenden Lenkung, nein, sondern tatsächlich hier aufgrund des deutlich geringeren Leergewichts von rund 200 Kilo, die der Seat einfach weniger mit sich rumschleppt. Aber auch in der Stadt ist es tatsächlich sehr von Vorteil. Der Seat bietet sich hier einfach besser an, fühlt sich nochmal einen Ticken wendiger und auch zackiger beim Einparken an, als es tatsächlich der Tiguan tut. Der Tiguan wiederum spielt tatsächlich mehr den Komfortpart besser aus. Er fühlt sich viel robuster an, er fühlt sich weicher und schwerer dadurch auch an, nimmt Stöße viel besser auf als der straffe Ateca, der eher hier tatsächlich schon fast ein wenig, naja, einen Sportwagen fast schon mimen will von der Federung. Da gefällt mir der Tiguan deutlich besser. Beim Ateca sollte man auf alle Fälle sich überlegen, das adaptive Dämpfersystem mitzunehmen, wenn man denn einen verbesserten Komfort haben möchte. Kommen wir zum Ende von unserem kleinen Vergleichstest. Spanien gegen Deutschland, Seat Ateca gegen VW Tiguan. Im Endeffekt zeigen beide Fahrzeuge bereits da optisch, was sie sein wollen. Der Ateca, der Dynamiker, der Tiguan, der Komfortfetischist. Und so ist es dann tatsächlich auch. Er ist zwar ein paar Zentimeter länger, holt aber seinen Platz plus tatsächlich nur über die verschiebbare Rücksitzbank heraus, denn ansonsten sind beide Fahrzeuge auf der Rückbank gleich. Somit für Familien, ganz klar, ist der Tiguan das variablere Fahrzeug im Gegensatz zum Ateca. Beim Ateca würde ich einfach mal sagen, hier kommt man eher wirklich nur noch mit einem Kind klar. Beim Tiguan könnte ein zweites Kind auch noch kommen. Man kommt damit noch zurecht. Dennoch, 5000 Euro in der Familienkasse haben oder nicht haben, ist natürlich so eine Geschichte. Und da muss ich auch wiederum sagen, das spricht dann schon wieder für den Ateca, denn mit seinem günstigen Einstiegspreis und auch einer sehr übersichtlichen Anzahl an Ausstattungsoptionen gegenüber der Vielzahl an Extras, die der VW bietet, ist das Ganze natürlich einfach nochmal leichter und übersichtlicher in der Konfiguration. Welcher ist denn euer Typ am Ende, den ihr wählen würdet? Eher den heißen Spanier oder den nüchternen Deutschen? Klar, unter der Haube steckt effektiv das gleiche Herz. Ein 1,5 Liter TSI und das ist auch das Motorangebot, was ich euch machen würde. Nehmt ihn mit dem 1,5 Liter TSI, 150 PS, er ist ökonomisch und bietet tatsächlich auch mit Autopartikelfilter Euro 6D Temp. Das heißt, also Fahrverbote gibt es damit dann auch keine. Jetzt seid ihr aber wirklich an der Reihe. Sagt mir eure Meinung. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir den Daumen da. Ansonsten auch sehr gerne ein Abo vom Kanal, dass wir uns möglichst schnell wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.